Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Bausimulator. Und ich würde sagen, ich habe mal sowas von recht gehabt. Wir haben nämlich die Woche drei Folgen. Und ja, das ist die dritte. Das heißt, wir machen die Woche hier weiter mit Deckenplatten legen. 16 Stück an der Zahl. Und wir probieren mal heute ein bisschen aus der Ego-Perspektive vom Kran, oder? Oh, schon lange nicht mehr. Ich finde, dieser Balken ist schon mal. Ich finde es schade, dass man nicht so sich ein bisschen vorbeugen könnte. Das wäre natürlich auch sehr geil. Sei euch ganz ehrlich. Das würde ich auf jeden Fall fühlen. So eine realistische Kamera. Wo man sich so ein bisschen vorbeugen kann oder ein bisschen gucken kann. Du kannst ja nicht. Die Stange ist halt einfach mies im Weg. Ich weiß auch nicht, wer das konstruiert hat. Warum es keine Scheißkräne mit einer durchgehenden Glasscheibe gibt. Finde ich schade. Das finde ich richtig schade, dass es das nicht gibt. Haben wir schon mal die vier großen drin. Großer fehlt noch von der zwei sogar. Dann also mit Nike out. Ich guck mal, ich sehe jetzt meine, doch den Punkt da hinten sehe ich so halbwegs. Kannst ja gar nicht weitermachen aus der Ego so richtig. Wir machen es so weiter. Opa. Ja. Krankamera beste, oder? Das ist hier so eine realistische Größe an Filigrandecke. Ja. Gibt es solche riesigen Filigrandecken auch? Wahrscheinlich schon, aber dann Sonderanfertigung, oder? Ich denke, so die normale Größe wird die hier sein, ne? Aber andererseits ist auch jedes Haus unterschiedlich groß. Wahrscheinlich musst du dann die Fläche irgendwie. Wahrscheinlich musst du die Fläche angeben vor deinem Haus. Und dann kriegst du die Decken so geliefert, dass es dann passt. Oder die planen für dich, wie du. Du hast ja wahrscheinlich einen Legeplan oder so. Ah, ich weiß, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben Filigrandecken gelegt. Habe ich noch nie gemacht. Bodenplatten habe ich schon zwei gemacht. Und zwar zwei, also nicht Gartenhaus, sondern von einem richtigen Haus. Gartenhaus habe ich schon, keine Ahnung. 12? Ich weiß es nicht. Ist ja auch eine richtige Betonplatte. Aber halt, also halt, ne, auch mit Bewehrung und Schalung, also ja, und so weiter und so fort. Aber halt in klein. Da ja, sind groß gemacht. Damals, ich hatte die Aufgabe des Vibrator-Bedieners. Es gab, mit wie vielen Leuten haben das gemacht? Das waren wir ein paar. Einer hat geglättet, einer war am Kran, weil wir es mit einem Kübel gemacht haben. Also einer hat Kran gefahren, einer hat Glätter, ein Vibrator und ich habe zwei oder drei Leute haben geschaufelt, also haben so verteilt, bisschen grob verteilt mit Schaufeln rechnen. Bisschen im meisten oder sehr ziemlich selbst nivellierender Beton, würde ich mal behaupten, aber halt auch nicht ganz. Also ganz kriegst du es halt auch nicht hin. Danach wieder betonieren. Dann werden wir wahrscheinlich die Folge auch gleich machen. Oder zu Anfang, aber ich denke, wir werden es machen.
Sind ja gleich fertig mit Platten legen. Hopp, runter damit, hoch damit, runter damit. Zeig rüber das Boot. Das setzen wir gleich ganz rüber in ein Eck. Zack. Dann holen wir die letzte. Damit. So, und jetzt wird wieder Belle. Halt die falsche Richtung. Gerade müssen wir durchdrehen, ey. Und das sein wie ich es. Beim Pumpen. Und dann können wir gleich hier das Gerät starten und dann geht's los. Und dann schauen wir, dass wir das vielleicht sogar in der Folge fertig kriegen. Weil dann können wir in der nächsten Folge ganz gediegen Fertigwände setzen und das ganze Spiel dann noch einmal von vorne ach komm, Leute. Wollte ich jetzt irgendwas sagen? Ja, wenn ja, habe ich es komplett vergessen. Ich habe dann komplett den Denkaussetzer. Ich wollte irgendwas sagen, aber ich habe es echt komplett vergessen. Da habe ich irgendwas gesagt? Ich weiß es vorhin immer, Alter. Ich weiß es vorhin echt nicht mehr, ey. Ich habe keine Ahnung. Pumpen. Zack. Und das Ganze nochmal. Oh. Vielleicht schaffen wir es sogar in der Folge noch wieder runterzufahren. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie wir es in der letzten Folge gehandhabt haben. Ich glaube, das sind wir auch in der letzten, noch in der Betonier-Folge dann mit dem Tiefland runtergedüst, ne?
und haben vorgeladen. Ich meine ja, ich bin mir jetzt gerade absolut nicht sicher. Die letzten 5%, die können wir reinpfuschen. So. Passt. Dann das Ding gleich wieder auf Seite. Wir sind ein neues Level aufgestiegen. Naja, wisst ihr was? Dann machen wir jetzt erstmal den Bildungsmischer aus. Und danach machen wir erstmal Level abklären. Da der Punkt da. Schnell. Halt, falscher Knopf. Profil, Fortschritt, ein Punkt. Gehen wir auf die Krangeschwindigkeit, hätte ich gesagt. Jetzt kranen wir echt viel in letzter Zeit. Da haben wir ganz kurz den Fuhrpark, Ausbaustufe, Öl. Das ist ja nur noch das mit Tankfüllung, ne? Fuhrpark Gold, ja, passt, scheiß drauf. Muss passen. Genau, dann düsen wir weiter. Oder düsen wir zur, weiter, sag ich schon. Düsen wir zur Fertigwarenfabrik runter. Und laden schon mal vor und dann können wir in der nächsten Folge gleich weitermachen. Weil genau den Ablauf werden wir jetzt noch einmal machen, schätze ich. Und dann geht es eigentlich schon ans Dach, an den Dachbau. Und wenn das Dach dann drauf ist, sind wir hier auch ziemlich durch, ne? Würde ich behaupten. 66% haben wir abgeschlossen. Ja. Ist nicht mehr ganz so viel, sag ich mal. Und dann ist das auch. Dann ist das abgehakt, das Thema. Das Thema mit der. Stopp, ich komm. Freunde. Hä? Konzentrieren. Gut. Scheiße, hat nichts gebracht, das Konzentrieren. Was soll ich jetzt sagen? Hab ich's vergessen. Na, dann sind wir durch, ne? Und dann schauen wir mal. Flughafen. Oder nächste Baustelle. Also nächste Investor-Baustelle. Ja, scheiße, jetzt bin ich. Egal. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Es klappt nicht, ne? Wo komme ich jetzt da wieder rüber? Ey. Scheiße, doch, umwenden. Haben wir uns komplett verkeilt. So. Gut. Ein bisschen verfahren. Kein Problem. Wir wenden nur schnell um. Die Zeit haben wir noch. Und dann düsen wir da eben zurück. Und so. Ich muss was trinken, ey. Ich wollte mir vor der Aufnahme noch was zu trinken holen. Ey, das habe ich ja komplett vergessen, Alter. Ach ja. Komplett vergessen, ey. Jetzt muss ich. Ich muss jetzt dann gleich was holen, bevor ich dann mit wahrscheinlich neuen Mini-Brunnen weitermache. Wenn ich jetzt noch neue Mini-Brunnen mache, zwei Folgen. Und dann Land of Italy mache ich wahrscheinlich am Freitag. Oder am Samstag Vormittag schnell. Ich habe Samstag früh habe ich keine Zeit. Oder beziehungsweise. Samstagnachmittag könnte ich machen. Das Bild, weil ich früh keine habe. Oder ich mach's Samstagnacht. Ich mach's auf jeden Fall irgendwann am Samstag, irgendwann werde ich schon die Stunde der Zeit haben am Samstag, um Land of Italy noch schneller aufzunehmen, weil hochladen durch den ganzen Scheiß eher am Sonntag erst. Dann lasse ich das nämlich Sonntag schön hochladen. Ich mache Sonntag gar nichts. Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Stream. Also,
Es, für euch ist es ja schon vorbei. Ich denke jetzt bloß laut nach für mich, damit ihr was Unterhaltung habt. So, kaufen und laden. Perfekt. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out und ciao.